Vielleicht fangen wir mal vor dem Staatsexamen an. Da erwarten die Studierenden nämlich laut Approbationsordnung mindestens 6 Jahre und 3 Monate Studium, davon 10 Semester an der Universität, ein Jahr praktisches Jahr und dann den letzten Abschnitt der ärztlichen Prüfung. Und nach bestandener Examensprüfung können die Absolventinnen die Approbation beantragen und endlich ärztlich tätig werden. Typischerweise folgt dann die fachärztliche Weiterbildung. Das bedeutet, die Ärztinnen und Ärzte fangen in einer Praxis oder Klinik an zu arbeiten. Sie bekommen also ein Gehalt und werden tätig in einer bestimmten Fachrichtung wie Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde, Chirurgie oder eben einem ganz anderen Fachgebiet. Und für mindestens 5 bis 6 Jahre sind sie dann Ärztinnen in Weiterbildung. Sie erwerben mit Bestehen der fachärztlichen Prüfung am Ende dieser Weiterbildungszeit dann die Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt. Parallel zur fachärztlichen Weiterbildung oder auch alternativ dazu können Ärztinnen wissenschaftlich tätig werden. Zur strukturierten Unterstützung einer wissenschaftlichen Tätigkeit eben parallel zur klinischen Weiterbildung etabliert die medizinische Fakultät verschiedene Angebote, wie beispielsweise ein klinischen Scientist-Programm. Darüber hinaus sind ganz verschiedene und vielfältige andere Tätigkeitsbereiche für MedizinerInnen denkbar und möglich, zum Beispiel in der Industrie, in der Politik, in der Verwaltung und so weiter. Das heißt, mit Abschluss des Medizinstudiums stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen.